Max, du bist ja genau zum richtigen Zeitpunkt nur richtig in Topform gekommen, hast gut aufgezeigt in den letzten Rennen. Wie fühlst du dich? Wie froh bist du, dass du jetzt hier bist? Ja, also froh bin ich natürlich sehr, dass ich es jetzt endlich rübergebracht habe und meine Ergebnisse gebracht habe. Fühlt mich sehr gut. Es funktioniert alles, die ganzen Bewegungen, was mich schon alle begleiten, aber sehr gut im Griff. Und ja, freue mich, was jetzt da auf mich zukommt. Ja, es ist ja auch ein bisschen eine Wundertüte, gell? Die Strecke kennt eigentlich keiner, außer die Italiener. Was hast du für einen Eindruck oder hast du schon irgendeinen Eindruck? Nein, jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen aufschaut, jetzt kommt langsam, siehst du mal ein bisschen was auf. Ich gestern nicht viel gesehen, heute auch noch nicht so viel. Aber ja, ich bin gespannt. Also ich habe bis jetzt nur Sachen gehört, wie die Strecke ist. Und bin natürlich sehr gespannt, wie es ausschaut. Jetzt haben wir heute eine Besichtigung, kein Hang fahren. Hang fahren war für mich auch das erste Mal gewesen, dass wir das einmal gemacht hätten. Ja, schauen wir uns das einmal an und dann bin ich gespannt, wie das alles weitergeht. Ja. Hat vielleicht Dominik Paris und Co. ein bisschen gelöchert, was die Strecke betrifft? Das sind ja die Einzigen, die sich euch ein bisschen erklären können, aber wahrscheinlich haben sie nichts verraten. Es ist ganz wenig rausgekommen, wenn du da mal gefragt hast. Aber ja, also es wird sehr vielen so gehen und ja, es gehört auch dazu. So kann man es auch mal machen, auf jeden Fall. Hast du ja oft schon gute Rennen gezeigt, immer vielleicht einen kleinen Fehler eingebaut und dann hat es nicht für ganz vorne gereicht. Wie ist deine Einstellung auf morgen, deine Zielsetzung? Wie gehst du das an? Es kann ja, zurückhalten gibt es ja nicht. Nein, zurückhalten gibt es auf keinen Fall. Ich bin heuer wieder sehr gut unterwegs, teilzeitmäßig, habe einen guten Grundspeed. Ich weiß, dass das, was ich mache, das funktioniert, das passt. Garmisch war jetzt sehr gut für den Kopf, dass es auch wirklich geht, weil ich war knapp dabei mit kleinen Fehlern, sehr knapp dabei. Deswegen freue ich mich eigentlich auf das, was ich so gehört habe, ist das Gelände, was eigentlich ein kopiertes Gelände ist, etwas, was ich gern mag. Und deswegen, Zielsetzung ist sehr hoch. Mich hat da ganz klar 1, 2, 3, das ist angepeilt und werde alles dafür geben. Es ist eine besondere WM, ein bisschen eine einsame WM. Ist es ganz angenehm, wenn man mal den ganzen Stress nicht hat? Weil es hat ja auch immer alles Vorteile. Oder ist es nur blöd, dass eben keine Zuschauer sind? Ja, also sag mal, gestern angereist, so viel sind wir noch nicht rausgekommen. Also das WM-Feeling ist jetzt noch nicht so recht da, Hang noch nicht gesehen und alles, aber ich glaube, das wird jetzt dann, wenn wir jetzt auf die Ski gehen, wird das alles ein bisschen kommen und ja, sicher wird es anders sein, aber es begleitet uns heuer die ganze Saison schon so und ja, es ist so, wir sind froh, dass wir da sind, dass wir fahren können und ja, das haben wir das Beste dran. Keine Hangbefahrung, man noch nie hier gefahren. Schränkt das den Kreis der Medaillenkandidaten noch weiter? Also weitet er sich noch weiter aus, gibt es noch mehr Favoriten auf der Medaille? Also ich glaube, dass sehr viel da vorne mitfahren können und es ist alles ein bisschen kürzer, vor allem die Abfahrt ist halt ein bisschen kürzer, was das auch noch alles ein bisschen enger zusammenschiebt. Ja, aber wie gesagt, Hang noch nicht gesehen, so richtig viel kann ich noch nicht sagen drüber. Bei euch im Team, ihr habt mit Matthias und mit Vincent natürlich zwei Fahrer, die in den letzten Wochen irrsinnig gut aufgezeigt haben in den Speedbewerben. Wie sehr motiviert dich das, da hinzukommen und dich an sie ranzutasten? Natürlich, wenn es in der Mannschaft, wenn es passt, du weißt, dass im Training, dass das Zeiten sind, die wirklich wert sind. Also es ist vom Training her schon mal alles viel besser. Und ja, natürlich, jetzt Garmisch war ich knapp dran. Also da ist schon, weiß ich, dass ich da mitfahren kann und das, ja, freue mich, dass ich das da zeigen kann. Ist für dich die Kombination am Mittwoch auch ein Thema? Könntest du dich morgen dafür empfehlen oder hast du selbst für dich schon entschieden, Slalom ist nicht meins, das werde ich nicht in Angriff nehmen und mich auf die Abfahrt konzentrieren? Ja, Slalom habe ich jetzt so die letzten Jahre, habe ich da die Ski auf Zeiten gelegt. Es ist einfach mit den ganzen Verletzungen und Dingen, da bin ich froh, dass ich meine zwei Disziplinen gut im Griff habe und es geht zwar jetzt ganz gut, aber trotzdem ist es kein Training da, kein nichts, also das ist für mich kein Thema.